Alles beginnt im Jahr 1848, als der Seemann Lauri Madsen aus Marstal in den Himmel fliegt und unversehrt wieder zur Erde zurückkehrt. Der Tod hat ihn noch nicht gewollt. Später wird er sagen, seine Stiefel seien zu schwer für ein Leben da oben gewesen. Seither ist Lauri eigenartig und irgendwann verschwindet er auf den Weltmeeren. Seine Stiefel bleiben zurück, bis sein Sohn Albert sie anzieht. Er macht sich auf den Weg in die Südsee, um seinen Vater zu suchen. Mit dem Schrumpfkopf von James Cook und dem Geheimnis der Geldvermehrung kehrt er als Reeder zurück in seine Heimatstadt. Hallo ihr Lieben, heute leider in schwarz-weiß und wahrscheinlich auch mehr schwarz als weiß. Es ist schrecklich, denn ihr wisst ja, irgendwie spinnt gerade das Licht hier ganz doll bei uns rum und ich bekomme es mit der Kamera einfach nicht perfekt ausgeglichen. Deswegen habe ich ausnahmsweise mal eine Schwarz-Weiß-Funktion gewählt. Ich hoffe, ihr stört euch nicht allzu sehr daran. Heute geht es um mein Lieblingsbuch, mein Buch meines Lebens, mein Lebensbuch, wie auch immer. Ich mache nämlich mit bei Lovely Books YouTube, nee, wie heißt es denn? Buchblogger des Jahres, Videoblogger des Jahres, Videobuchblogger des Jahres 2011, entschuldigt. Ja, das ist eine ganz tolle Aktion. Ich werde euch mal dieses Video verlinken in die Infobox, worum es da geht. Und ja, da haben sie aufgerufen, ein Video zu drehen für alle, die Bücher vorstellen über Videos und ja, ihr Lieblingsbuch kurz vorzustellen und auch nochmal im Allgemeinen, was sie so an Büchern lieben. Und das ist so ein kleiner Contest. Ich freue mich sehr, dass ich mitmachen kann. Also ich finde es einfach eine unglaublich schöne Aktion. Ich freue mich vor allem auf die ganzen anderen Bewerbervideos, auf dessen Vorstellungen. Und ich finde es grundsätzlich einfach eine tolle Idee, um die Leute zusammenzubringen, um den Austausch wieder zu haben. Und deswegen mache ich einfach sehr, sehr gerne mit. Aber drückt mir natürlich auch bitte fleißig die Daumen, kommentiert und gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Denn auch ich würde natürlich gerne gewinnen, aber letztendlich geht es natürlich immer mehr eigentlich um den Spaß und ich finde es einfach eine tolle Sache. Ja, ich habe euch einen kurzen Einblick bzw. den Klappentext von Carsten Jensens Wir Ertrunkenen vorgelesen. Und das ist für mich ja auch eigentlich eher untypisch, also ein Einstieg, den ich ja so auch noch nicht hatte. Ich lese nicht sehr gerne Klappentexte vor. In dem Fall ist es aber auch nicht so einfach, 800 Seiten in zwei, drei kompakte Sätze irgendwie zu verpacken. Und vor allem für mich nicht, denn dieses Buch, wie ich ja gerade schon erwähnte, ist auch mein Lebenshighlight, also was die Literatur betrifft, bis jetzt zumindest. Also es ist ein Lebensbuch und das finde ich als Kategorie irgendwie ganz schön, um es zu definieren, denn es reicht mir nicht aus zu sagen, es ist mein Lieblingsbuch. Dieses Buch ist wirklich sehr allumfassend und ich habe euch ja schon sehr häufig damit genervt in etlichen anderen Videos von mir. Ich habe aber auch bewusst es irgendwie immer vermieden, euch nicht zu sehr den Inhalt aufzubröseln oder eigentlich gar nicht und das werde ich heute auch nicht tun. Es geht mir nämlich mehr darum, wirklich davon zu schwärmen und euch zu sagen, was dieses Buch in einen auslösen kann und was es einfach auch so besonders macht. Ich habe jetzt hier von BTB die Ausgabe für 12 Euro. Das ist die Taschenbuchausgabe. Wir fangen tatsächlich im Jahr 1848 an mit dem Deutsch-Dänischen Krieg in der Eckernförder Bucht. Für uns Norddeutschen ist das irgendwie eine bekannte Umgebung, aber auch für all diejenigen, die nicht aus Norddeutschland kommen oder aus Schleswig-Holstein ganz speziell, die werden dank Carsten Jensens unglaublich tollem Talent, Umgebung sehr plastisch darzustellen, also wirklich sehr intensiv auch mitzuerleben. Das ist so, als wäre man wirklich mittendrin in dieser Kriegsszenerie und man kann sich dem Ganzen gar nicht entziehen. Deshalb ist es gar nicht so wichtig, dass ihr die Umgebung unbedingt kennt. Und Carsten Jensen hat es einfach hervorragend umgesetzt und eine ganz tolle Szenerie auch dargestellt. Ja, nicht so lang schnacken, 1848, Deutsch-Dänischer Krieg. Wir beginnen mit dem Krieg und dieser Roman, dieser Epos, wie auch immer, endet dann auch mit dem Zweiten Weltkrieg. Also es sind gut 100 Jahre, die wir wirklich mitverfolgen. Es geht um die dänische Insel Marstal, die wir kennenlernen und vor allem dessen Bewohner, also die Insulaner, die Bewohner der Insel, die uns das ganze Buch hinweg auch einfach begleiten, beziehungsweise wir begleiten sie, denn wir lernen Familien kennen, wir lernen Ehepaare kennen, Enkelkinder, Kinder, Opa, Oma, all das, was eine normale Familie ausmacht, mit der Besonderheit, dass es halt auf einer Insel spielt. Wir erleben dieses Inselleben, das wirklich sehr hart sein kann. Wir erleben die Seefahrerei mit. Wir erleben auch vor allen Dingen mit, wie diese kleine Insel sich versucht, in diesem ganzen Jahrhundert weiterzuentwickeln, sich anzupassen, sich den Fortschritt auch irgendwie damit umgehen zu können. Also sie müssen sich wirklich sehr viel
erkämpfen, erarbeiten. Und es geht um ganz außergewöhnliche Charaktere. Wir leiden mit den Protagonisten, wir sterben mit den Protagonisten, wir weinen und lachen und wir sind wirklich mittendrin. Wir haben also wirklich auf 800 Seiten nicht nur ein komplettes Jahrhundert, wir erleben nicht nur die Beziehung der deutsch-dänischen Geschichte, also wir bekommen einen ganz tollen Einblick. Wir erleben natürlich auch nicht nur den deutsch-dänischen Krieg mit und den Ersten und auch den Zweiten Weltkrieg, was natürlich so als Szenerie sehr hart ist und sehr erbarmungslos auch dargestellt wird, weil es nun mal erbarmungslos ist. Ein Krieg ist hart und ist mit Verlusten geprägt und wir werden auch einfach leiden mit diesen vielen Leuten. Aber es geht auch um Hoffnung, es geht um Leben, es geht um Liebe, es geht um Drama. Es ist also wirklich ganz, ganz allumfassend und ich finde es... ja, es hat natürlich diese ganz besondere Verbindung zum Meer. Wir reisen in diesem Buch wirklich auf Schiffen. Wir sind auf etlichen Kontinenten. Wir lachen, weil es diesen ganz unglaublichen makabren Sprachwitz vielleicht auch hat. Also es geht natürlich auch um diese Verluste dieser Frauen zum Beispiel auf der Insel, die um ihre Männer trauern und weinen und auch einfach hoffen, dass ihre Männer, die noch leben, vielleicht auch zurückkommen, heil, aus dem Krieg, von den Weltmeeren. Denn das Meer ist einfach erbarmungslos. Und so viele Themen, also ihr merkt schon, ich steigere mich gerade da so ein bisschen rein. Ich kann euch gar nicht wirklich auf den Punkt bringen, worum es eigentlich geht. Wichtig ist, es ist ein Buch voller Leidenschaften. Es ist ein Buch, das uns berühren wird. Also mich hat es berührt und es wird euch auch garantiert berühren. Man muss einfach sich auf diesen Sprachstil einlassen. Er ist nicht seicht, aber leicht zu lesen. Und das, finde ich, macht es so besonders. Also man hat einen anspruchsvollen Roman vor sich, der aber einfach leicht zu verarbeiten bzw. leicht zu verinnerlichen ist. Man muss sich dem einfach hingeben, dieser ganzen Atmosphäre, diesem ganzen Inselleben und dieser ganzen Dramatik und diesem unglaublich lebendigen, facettenreichen Charakteren und Figuren, die Carsten Jensen uns hier einfach als Porträt auch liefert. Es ist mein Lieblingsbuch, mein Buch des Lebens, wie auch immer. Ich kann es immer nur wieder betonen. Ich hoffe für all diejenigen, die es noch nicht kennen, ihr schaut mal rein oder es lohnt sich zumindest, einfach mal vielleicht bei Amazon zu gucken. Wie auch immer ihr eure Informationen bezieht, ich kann euch sehr wenig über den Inhalt geben. Ich kann euch nur sagen, dass dieses Buch wirklich einen berührt und euch auch einfach nicht mehr loslassen wird. Und das ist wichtig, das ist mein Lieblingsbuch und jetzt ist auch Schluss damit. Dann möchte ich natürlich noch kurz was dazu sagen. Denn das ist ja auch eine Voraussetzung gewesen für dieses Video, warum ich Bücher so liebe. Und das ist eine schwierige, sehr, sehr schwierige Frage. Noch schwieriger eigentlich als einen Klappentext oder eine Inhaltsangabe oder wie auch immer zu geben. Denn Bücher, die Liebe zu Büchern ist für mich nicht in Worte irgendwie zu nennen oder zu ermessen. Es ist einfach da, wie Familie irgendwie. Also man hat... Ich bin mit Büchern groß geworden und ich bin froh, dass ich auch in dem Beruf irgendwie arbeiten konnte und hoffentlich auch bald wieder kann. Und deswegen ist es für mich einfach, es ist halt irgendwie mein Leben. Ich kann mir ein Leben ohne Literatur nicht vorstellen, vor allem auch ohne Austausch über dessen. Also das Buch an sich muss auch leben. Ich möchte Meinungen hören, ich möchte darüber streiten können, ich möchte leiden und mitfühlen können. Also all das, was ein Buch und die Literatur ausmacht. Ich möchte ganz viele verschiedene Genres kennenlernen und man muss den Büchern an sich auch offen irgendwie gegenübertreten und all das, was es so ausmacht. Also für mich ist es einfach, ja, es ist halt wirklich eine ganz besondere Liebe und ich bin umso glücklicher, dass ich hier auf YouTube durch die Plattformform, diese virtuelle Plattform, auch viele, viele Menschen kennengelernt habe, nämlich euch, die auch einen ganz tollen Austausch mit mir pflegen und auch ähnlich empfinden wie ich. Und das macht es einfach so besonders für mich. So, ihr Lieben, das nächste Mal wird es wieder hoffentlich normaler und wir sehen uns bald wieder. Bis dann, tschüss!